Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Wie ihr sehen könnt, bin ich ein wenig im Stress. Warum bin ich im Stress? Ich drehe heute einen Vlog für euch und fahre zu der Eröffnung von meinem Kooperationspartner Haarwerk in Fahrdorf. Das ist ein Friseur. Das ist ein Friseur, mit dem ich zusammenarbeite. Und ich habe nur noch eine Stunde Zeit, um auszusehen wie ein Mensch. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Versteht ihr mein Problem? Eine Stunde ist sehr, sehr knapp. Und ich dachte, ihr begleitet mich ein wenig heute. Ja, Gott. Und wollte euch einfach mal mitnehmen. Diggis, das Schlimme ist ja, das Ding ist nicht mal, dass ich jetzt irgendwie mich schminken muss. Ich meine, ich habe 60 Minuten Zeit. Na, kriegt man hin. Das Ding ist, da es mein Friseur ist und die machen wirklich tolle Arbeit. Ich habe schon einige Vlogs mit denen gedreht. Ich werde euch das in der Infobox verlinken, wenn ich dran denke. Aber guck mal, wie ich jetzt aussehe, weißt du? Das Ding ist einfach, ich muss in einer Stunde meine Haare fresh kriegen, aussehen wie ein normaler Mensch. Was ist das? Und deswegen bin ich gerade unter Stress. Deswegen ist das Intro ein wenig dramatisch, aber das ist die Realität. Willkommen in meinem Leben. Ja, meine lieben Freunde, wisst ihr, wie lange ich gestern Nacht geschlafen habe? Was glaubt ihr, wie lange habe ich geschlafen? 3 Stunden. Schatzi war mit seinem besten Freund feiern und ich dachte, ja, ich hole euch gerne ab, ich fahre euch, gar kein Problem, mache ich gerne. Und Schatzis bester Freund ist ein guter Freund von mir und dann bin ich halt auch hingefahren und habe ein bisschen mit denen gechillt. Ich habe natürlich nicht getrunken, weil ich halt Fahrer war. Ja, und irgendwie waren wir dann länger unterwegs. Ich glaube, wir waren um 8 Uhr zu Hause. 8 Uhr. Dann musste natürlich Rudi nochmal raus, unser Babyhund, Kaki machen. Dann musste ich erstmal zur Ruhe kommen, schlafen, irgendwie einschlafen können, bla bla bla. Ich glaube, ich bin so 9:30 eingeschlafen. 11:30 hat der Postbote geklingelt. Also es war sehr dramatisch. Ich bin mega müde. Meine Augen gehen... Mein Deutsch ist für den Arsch und meine Augenringe gehen bis zum Arsch. Ja, und jetzt muss ich mich ganz schnell schminken und vor allem irgendwas mit meinen Haaren zaubern und hoffe, dass ich aussehe wie ein Mensch, weil ich freue mich auf die neue Eröffnung. So, Haarwerk ist umgezogen und die sind jetzt zu zweit selbstständig im Salon und ich mag die beiden richtig gerne und gehe deswegen zur Eröffnung, habe ein Geschenkchen für die, das werde ich euch auch noch zeigen und... Ja, ich dachte, ich nehme euch einfach mit. Ich muss mich jetzt weiter fertig machen. Wir sehen uns gleich. So, Digis, ich glaube, Gott ist echt korrekt heute zu mir. Er hilft mir. Ich habe noch 15 Minuten. Während ich hier schnell rumglätte, zeige ich euch mal ein Lied. Ihr denkt bestimmt, ich höre nur Hip-Hop, bla bla bla. Na, ich meine, deutscher Hip-Hop ist meine Leidenschaft, normal. So wie einfach Sprache und Worte. Aber mal sehen, ob einer von euch dieses Lied hier kennt, was ich euch jetzt zeige. Oder es auch erkennt, das ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. Ich höre nämlich nicht nur deutschen Hip-Hop. So, hört mal rein. Mein krummer Symphon. Ich kenne keinen geraden Weg. Mein Dirigent ist dement, immer dieselben Patzer. Alles leiert, alles stockt auf der Platte Kratzer. So, Digis, wenn einer von euch das Lied kennt, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Da bin ich mal gespannt, weil manchmal mache ich mit euch so ein kleines Songquiz. So, ich muss weitermachen. Bis gleich. So, Digis, Gott hat mir geholfen. Ich habe es geschafft. Jetzt muss ich mich schnell beeilen. Also erst mal ein Outfit, so. Ich habe Haare einfach so gemacht, weißt du, da musst du oben nicht krass ordentlich glätten. Dann das Oberteil ist von H&M Größe 44, habe ich auf Kleiderkreise gekauft für 7 Euro. Hammerschön, Volant heißt das. Ich habe letztens gemerkt, dass mir das voll steht. Findet ihr auch, dass mir das steht? Doch, ich finde so ein Wuschel. Doch. Ja, darunter trage ich eine normale H&M Leggings und meine größte Schwäche bei Kleidung sind immer meine Schuhe. Ja, ich habe halt meine Karl Lagerfeld Sneakers an. Digis, was soll ich machen? Ich habe Sandalen. Dafür ist mir das zu kalt. Ich habe meine Hexenschuhe, Chelsea Boots. Schatzi sagt Hexenschuhe. Ich habe 8 Paar davon. Das sind diese Primark-Schuhe, die ich eigentlich immer anhab. Die sind alle schmutzig. Das ist auch mein einziges sauberes Paar Schuhe. Ansonsten habe ich nur große Nike-Sneakers. Also, ja, was soll ich machen? Also, Schuhe ist halt echt so meine größte Schwäche. Aber ich finde trotzdem sich hübsch aus. Also, das Kleid ist echt sehr, sehr hübsch. Danke H&M, dass ich in 44 passe. Manchmal passe ich nicht mal in 46. Ich denke so, okay. Dann dazu, oh Gott, so eine Tasche von... Von Call. Ja, die ist jetzt überfüllt. Da ist mein Proviant für die Reise drin. Energy trinken. Dann zeige ich euch jetzt einmal schnell das Geschenkchen. Ja, da ist ein Blazer von mir. Der Penner vom Dienst. Das haben wir... Oh, ich muss den Preis abmachen. Warte mal. Boah, das ist ein Präsentkorb. Den haben Schatzi und ich bei Real gekauft. Das fand ich ganz schön. Und so mit einem Glas Ferrero Küsschen, Hugo. Die meisten Frauen mögen Hugo. Dass die Mädels zusammen knabbern können, trinken können. Auf jeden Fall fanden wir diesen Präsentkorb echt süß. So mit... Ne, ist auch schön dekoriert und so. Preis ging auch klar. So als kleines Geschenkchen. Dann noch eine Karte und so. Auf jeden. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir holen noch unseren Kumpel ab und... Digis, es ist hammerheiß. Es ist so warm. Ich könnte in Hotpants draußen... Ja, ich könnte in Hotpants draußen rumlaufen. Ich würde nicht frieren. Es ist so richtig, es ist warm, nicht heiß. Und so richtig, eine richtig schöne Luft. Ich habe einen Top an. Wir haben Oktober, weißt du, wie ich meine? Hammer nett von Gott, so echt korrekt. Ja, dann muss ich nochmal pischen. Nee, okay. So, wir machen uns auf den Weg und dann... Wir machen uns halt auf den Weg, ne? So, Digis, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir haben unseren Freund eingesammelt. Ich habe jetzt erstmal mein Kleidchen ausgezogen. Mein bester Freund. Ja. Ich zeige euch mal Sven. Seht ihr ihn da hinten? Sven, guten Tag. Das ist mein Kollege, auch ein sehr guter Freund.
Und jetzt, ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich habe mein Kleid extra ausgezogen, weil es so warm ist und sonst stinke ich. Ich bin echt am Schwitzen. Es ist so ein schönes Wetter. Ey, im Oktober, das ist so unnormal. Ist es, ne? Ist es. Ja, ist etwas ungewöhnlicher. Aber schön. Es ist etwas ungewöhnlich, aber schön. Ja, jetzt machen wir uns auf die Reise. Ja. Yo, Diggis, was geht? Ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen. Ich chill gerade ein bisschen alleine drinne. Schatzi ist mit seinem Kumpel draußen. Ich fotografiere die ganze Zeit und vlogge. Das ist ganz gut, weil so muss ich nicht mit so vielen Menschen reden. Ihr wisst, ich hasse Menschen. Wobei mit einigen habe ich mich nett unterhalten, aber ich bin halt eher so. Ich bin ein hasserfüllter Einzelgänger. Ich bin gerne in meiner Welt, weil zu viele Menschen mich irgendwie stressen und so. Und dadurch, dass ich hier Fotos mache, Videos mache und so, bin ich beschäftigt. Zwischendurch wird gequatscht, das ist echt cool. Die haben das echt toll gemacht, die beiden. Also, ich habe sie euch ja auch vorhin gezeigt. Zwei richtig hübsche junge Frauen. Überleg mal, so weißt du. So zwei Freundinnen und dann gemeinsam selbstständig werden, selbstständig sein. Dirtje war es vorher. Jetzt macht sie es zusammen mit Jana. Und als Freundinnen zusammen gut arbeiten zu können, ist auch eine heftige Challenge. Aber die machen das sehr gut, ihr wisst das. Auch deren Arbeit. So, ne? Ihr wisst, ich bin immer ehrlich. So, wenn ich Produkte bewerte, wenn ich Dienstleistungen, alles Mögliche bewerte, Digga, ich würde doch nicht jedes Mal jetzt hingehen, seitdem wir zusammenarbeiten und meine Haare machen lassen, wenn die Arbeit schlecht wäre. So, ne? Ihr habt das selber gesehen, ich war immer zufrieden. Hier allein, wie sehr ich den vertraut habe mit dem Schwarzen oben und dem Übergang zu Rot, weißt du, das ist was anderes. Hätte ich dunkelbraune Haare, ja, meine Fresse, aber wenn man diese Farbtechnik bei Rot verkackt, sieht man das. Oh, gleich werde ich was essen. Ihr habt gesehen, es gibt Grillwürstchen. Und ansonsten bin ich ganz, ganz, ganz müde. Ja, ich bin nur müde, Diggis. Ich schwöre, 2-3 Stunden Schlaf, gar nicht meine Welt, gar nicht mein Bereich. Aber doch, die bauen das echt schön auf hier und ihr seht, das ist echt, das ist eine Mischung aus gutem Handwerk, etwas Junges, Modernes und trotzdem kennen sie noch gute alte Werte und doch, das wird. Denkt dran, der Salon ist unten in der Infobox verlinkt und wenn ihr hingeht und sagt, ihr kommt von Özlem, bekommt ihr 10% Rabatt auf jede Behandlung auf Sparfuchs. Falls ihr da wart, schreibt mir gerne, wie ihr es fandet, so, weil mich interessiert das immer, wenn ich was empfehle, wie ihr das dann findet und so, ja. So, Diggis, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Die Jungs sind jetzt noch ein bisschen da geblieben. Ich hole die dann später ab, weil ich habe echt Kopfschmerzen. Also 2-3 Stunden Schlaf ist einfach zu wenig. Das merkt man dann schon mit dem Alter. Ja, ist jetzt nicht so eine geile Perspektive, ne? Aber safety first und so. Ich fahre gerade mit dem Auto von Schatzis besten Freund und das ist ein Golf 6. 240 PS innerhalb von 6 Sekunden auf 100. Das Auto heißt Inge und das ist so ein getunter Golf. Hört euch das mal an, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Oh yeah. Hammer heftig, hammer korrekt, dass Schatzis bester Freund mir so vertraut, weil
ich bin halt nicht die beste Autofahrerin und er weiß das und so. Aber ich habe mich auch erst nicht getraut, mit dem Auto zu fahren. So, ne? Ich so, nee, bla. Und Schatzi war daneben der beste Freund, so ist ein sehr guter Freund von uns. Ha, war ich schüchtern, unsicher und so, bla, bla, bla. Und dann meinten die, nee, mach ruhig und so, bla. Und mit dem Auto darf fast niemand fahren. Bisher nur Schatzi und der Papa vom besten Freund. Trotzdem haben wir krass, er vertraut mir und so, weil ich fahre ja nicht übermütig oder so, ne? Sondern trotzdem, ich fahre immer so, dass ich mich sicher fühle, auch wenn es für viele vielleicht zu langsam ist oder sowas. Und ich habe voll die Schwäche für schnelle Autos, Diggis. Autos haben mich früher nie interessiert, so gar nicht, ne? Und durch Schatzi habe ich so eine Liebe für Autos bekommen. Diggis, wenn ich so einen Porsche sehe oder so einen Lamborghini, Ferrari, ich krieg Gefühle, so, die sind anders, weißt du, die sind einfach anders, so. So, stell mal irgendwie 20 schöne Models hin, Männer, so, pff, interessiert mich nicht, aber so ein Porsche, so, das ist einer meiner Träume, auch wenn es für manche dumm klingt oder so, so einmal im Leben Porsche zu fahren, AMG, Digga, Mercedes AMG, oh, krass, ich glaube, ich würde heulen, so, ne, das ist echt, doch, Mann, und durch Schatzi hat sich so diese Liebe für Autos entwickelt und das ist jetzt, ich glaube, das schnellste Auto bisher, was ich so gefahren bin und das war echt krass, so, ne, krasse Anlage, so, du merkst so die Beschleunigung, dies, das, der zieht und doch, Mann, das ist auf jeden Fall nice. Auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Hause, abschminken, das wird echt gut anstrengend. Ich hasse das, manchmal habe ich so Tage, wo ich so mega geschminkt bin wie jetzt und dann denkst du, oh Mann, ich will einfach nur, scheiße, warum muss ich mich jetzt noch abschminken, warum habe ich mich geschminkt? Trotzdem bin ich Gott mega dankbar, dass er mir diesen Look geschenkt hat und Gnade hatte, für 3 Stunden Schlaf, so geht voll klar. Ja, Mann, und die Mädels, die haben das echt toll gemacht, also doch, bin ich echt stolz auf die. Die machen da echt eine gute Arbeit und die Eröffnungsfeier war auch eine ganz bunte Mischung mit Kindern, Älteren, ich weiß nicht, wie gesagt, Senioren, mittleres Alter, Jugendliche, Musik von bis leckere Würstchen, so, habt ihr die Würstchen gesehen? Doch, Mann, die haben das echt sehr, sehr schön gemacht und war sehr angenehm, aber habe halt auch langsam echt Kopfschmerzen, ne? Ja, und jetzt nach Hause zu Rudi. Kuschel, Popo, Popo. Mami, mach ich kuscheln. Baby, wir möchten auch kuscheln. Er ist ja auch ein ganz verkuschelter. Digis, als ich das erste Mal mit diesem Auto gefahren bin, ich hing hier so. Ich habe seit 9 Jahren meinen Führerschein. Und ich hing so, Schatzi neben mir, unser Freund hinten. Und ich so, Gas ist rechts, Bremse Mitte und Kupplung links, ne? Schatzi guckt mich so an. Er so, ja. Ich habe das in dem Moment von Nervosität vergessen, vorm Losfahren aber, ne? Und langsam fühle ich mich sicherer und habe da so Spaß dran, mit dem Auto zu fahren. Ich zeige euch gleich einmal hier, wie heißt das? Das hier vorne vor mir. Tacho? Das Tacho beim Beschleunigen, weil ich fahre über Autobahn. Ja. Aber ich wollte es euch einmal zeigen. Vor allem, man merkt nicht mal im Auto, wie schnell man eigentlich fährt. Ja, so ist das. Gangster, Gangster. So, ich bin jetzt endlich zu Hause angekommen und ich habe unserem Kumpel noch versprochen, dass ich Sven noch mal mit ins Video reinhole. Er ist mega Fan von Eiskönigin und mag Sven richtig gerne. Deswegen habe ich ihm das hier geschenkt. Warte. Sven Schlüsselanhänger. So, Digi, hier siehst du deine beiden Svennies. Normal, jetzt sind sie im Video drin. Auf jeden Fall hat er sich das gewünscht. Ich so, normal. Er hat ihn sogar extra angeschnallt. Voll süß. So, Digis, ich bin jetzt endlich zu Hause. Ich habe schon angefangen, meine Haare zu kämmen. Bla, bla, bla. Gleich wird der BH ausgezogen und dann wird gechillt. Ja, ich gehe mich jetzt abschminken und so. Es war eine coole neue Eröffnung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde euch den Friseursalon unten in der Infobox verlinken. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ja, mein Bettchen ruft. Na, was heißt Bettchen? Ich hole die Jungs nachher nochmal ab, aber bis dahin. In diesem Sinne, Digis, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich sage gute Nacht. Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.